Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung in Arborien, präsentiert von Braincore Industries. Heute präsentiere ich Ihnen das Mehrzweck-Frachtschiff Vulkan. Detaillierte Informationen folgen. Die Vulkanklasse, benannt nach dem römischen Schmiedegott Vulcanus, ist die Weiterentwicklung der Frachtschiffreihe Atlas. Außer in Größe kann die Vulkan nicht nur mit einem 15-fachen größeren Frachtvolumen punkten. Das Schiff kann auch weitere Arbeitsrollen einnehmen. Mehr dazu nach den technischen Details. Die Vulkan hat eine Länge von 800 Metern, eine Breite von 180 Metern und eine Höhe von 160 Metern. Ihr Volumen liegt bei 6,7 Millionen Kubikmeter und hat ein Gewicht von 129,5 Megatonnen. Ihr Frachtkapazität liegt bei 6.951,9 Kubikmeter. Durch die großen Korrekturschubwerke kann der Einsatz auf Gyroskop vollständig verzichtet werden, um das Schiff auszubremsen oder zu drehen. Geschützplattformen sind durch Warnstreifen optisch gekennzeichnet und bieten Platz für Türme der Größe 2. Trotz ihrer Größe und Masse ist das Schiff schnell und wendig. Die Vulkan kann mit bis zu 7 Systemen ausgestattet werden und bietet auf dem Rumpf potenziell die Möglichkeit, verschiedene Werkzeug- und Kampfgeschütze aufzubauen. Gerade die Wendigkeit als auch der gewaltige Frachtraum erlaubt es der Vulkan, die neuen logistischen Anforderungen zu erfüllen. Zur Unterstützung dieser Aufgabe besitzt die Vulkan als erstes Frachtschiff der Braincore-Werke über die Transporter-Teleport-Eigenschaften, um die Probleme durch exotische Andockmechaniken zu umgehen. Als Freiberufler ist die Notwendigkeit eines einfachen Frachtschiffes nicht immer gegeben. Daher wurde die Vulkan mit 11 Geschützplattformen bestückt. 3 Plattformen finden sich auf dem Oberdeck, jeweils 2 Steuerbord als auch Backbord und die letzten 4 befinden sich am Heck. Die Aufteilung erlaubt es, die Vulkan in ein Bergbau- oder Abwrackschiff umzuwandeln. Dadurch kann dieses Schiff mit Rohabbau-Lasern einen effektiveren Ressourcenabbau sicherstellen. Gerade der Tiefenraumsektor ist nicht nur ein lukratives Gebiet zur Ressourcengewinnung, sondern auch ein gefährlicher Ort. Daher kann die Vulkan auch zur Verteidigung mit mehreren Geschützen bestückt werden, um sich gegen Piraten und Xotaner-Überfälle behaupten zu können. Zur Grundabwehr ist dieses Schiff mit einem leistungsstarken Schild ausgestattet, um längeren Beschuss auszuhalten, bis Verstärkung eintrifft oder der Sprungantrieb aufgeladen ist. Sie wollen die Vulkan testen? Das Schiff können Sie im Steam Workshop abonnieren. Den Link dazu finden Sie in der Videobox-Beschreibung, gleich unter diesem Video. Damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Schiffsvorstellung. Hat Ihnen die Präsentation gefallen? Dann vergessen Sie nicht, Ihre Wertung mit einem Like, Daumen abzuschließen oder Ihre Meinung in den Kommentarfenster zu schreiben. Für weitere Präsentationen können Sie auch den Kanal abonnieren, um keine weiteren Vorstellungen zu verpassen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Präsentation und noch viel, viel mehr weiter. Mit freundlichen Grüßen aus den Braincore Industries Werken.